Hallo und willkommen zu 7 Days to Die. Let's Play mit Flumio Master X, aktuell in der Alpha 15. Wir haben uns mal die noch nicht veröffentlichte Version in die Beta reingehängt. Oder Alpha, in den noch nicht Stable Zweig. Und wollten wir schon mal anzocken. Jukka, 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 Jukka. Ah, hier ist das Dorf auch wieder in grün. So, dann trete ich meinem Server bei. Wenn es klappt. Gut. Hier ist ja schön. Da ist Hab ich den Typen tot kriegt mit der Axt? Hier ist ein Café. Da ist ein Friedhof, glaube ich. Da ist, ich glaube, das ist ein Gefängnis oder so. Oh. Aber wenn du hier im Dorf weiter nach links gehst, ist das auch noch grün. Oh, da war Mama gestunt. Hier ist eine ganz schöne grüne Fläche, so eine ganz flache. Der hat ein bisschen Mund. Oh ja, warte mal gucken. Erstmal schauen, wo hier. Ich glaube, das ist ein Gefängnis. Immer die Freundschaftsanfrage mit M an. Oh, das bist du gar nicht, Flummi. Du siehst ein bisschen komisch aus im Gesicht. Oh, die haben auch grafisch aber auch einiges getan hier. Ja. Sieht hier richtig schick aus. Machst du gerade Glas kaputt? Zwei Gefängnisse fast nebeneinander. Ich nein. Wo ist Flummi? Mach grad nichts kaputt, ich bin gerade hier durchs Dorf gerannt. Nimm mal die Freundschaftsanfrage an in seine Täter. Da ist ein. Ja, würde ich gerne, wenn du mir sagst, wo das geht. M und dann oben auf diese Menschenmenge bei Players. Auf die Menschenmenge, der drei Leute. Menschenmenge, fünf Leute. Das ist ein Shemway. Komm mal, komm mal, komm mal. Ist das bei Alice Dorf, oder ey. Was ist das? Allies. Ja, gut. Ich muss da glaube ich nur auf das Plus von seinem Namen drücken. Oh, da ist noch ein Laden. Du bist 2 Kilometer entfernt. Das geht. Ist aber, das ist nicht weit. 2 Kilometer? Besten kannst du da den Trackhaken anmachen. Ja, das weiß ich noch aus der alten Version. Also für 2 Kilometer finde ich es lustig, dass ich euch auf der Karte gar nicht sehe. Doch. Hier ist ein Working Stiff. Du musst, schieb deine Karte mal ganz so mal raus und dann, dass du unten rechts in der Ecke sitzt, dein blauer Pfeil, dann siehst du uns in der Das sind 2 Kilometer. Ja, okay. Ehrlich. Komm, lauf, Forrest, lauf. Hm. Also dieses subtile Geräusch hier von dem Wind, der da weht, das ist schon irgendwie nice. Bisschen was. Und jetzt kommt immer noch mal auf eine einfache Waffe. Das war Gras. Oh, ist das Dorf riesig. Oder Stöcke. Wird in der ersten Quest hier angezeigt. Wird die Quest Fibers, Gravers, Milestones. Ja, gut, das kriege ich hin. Alles mit der Faust am Anfang. Einfach umfausten. Ja. Okay, da ist hier auch ein Kraftwerk oder was ist das da für ein Zaun? Okay. Wo bist du denn gerade? Ich komm zu dir zurück, weil je weiter wir weg sind, umso mehr hakt das alles. Ja, wir müssen uns erstmal. Oh! Oh, oh! Das war aber ganz hinten ab. Oh, oh, oh! Die kommen einfach so aus dem Nichts. Die Smombies. Du rennst gerade von mir weg. Was? Nee. Ach. Tu ich. Ich renne eigentlich Möchtest gar nicht. Möchtest du dir mal zeigen, wo das Haus sein kann? Oh, da hinten ist ja ein schön. Wo? Hä? Wo bist du? Ah, da. Hallo, hier.
Ich dachte jetzt, du wärst wieder die dahin. Nein. Achso, der Turn. Zappeleien. Zu verwechseln, genau. Ähnlich. Pass auf. Pass. Also, war hier ist nämlich recht flach. Oh, hier ist richtig flach. Und hier ist dann auch ein bisschen abseits vom Dorf. Ja, das ist eine schöne Ecke. Da kann man bestimmt auf diesen Quadranten hier bauen. Eben. Oh. Ganz hübsch hier. Oh, muss ich Klamotten bauen, okay. Da hinten ist... Und das ist da Gefängnis oder was mit diesem Teil? Ich weiß nicht, ich war da noch nie drin. Da sind zwei Stück, da sind wir nebeneinander. Das sieht ja cool aus. Das sehe ich auch zum ersten Mal. Gibt es eigentlich für so einen Knopf für alles sammeln oder muss man wirklich alles einzeln mit der Maus rüberziehen? E. E funktioniert, okay. Mit E oder mit der Maus drauf. Man sammelt vieles auch mittlerweile ein, indem er einfach durchschlägt. Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt so ein Vogelnest hat. Da musst du richtig drauf gehen, fast nach unten gucken und. Ja klar, aber muss man aus dem, wenn man die, das Fenster offen hat. Kann man da einfach alles sammeln oder muss man es von der Hand rüberziehen ins eigene Inventar? Ach, da musst du R drücken. R, okay, gut. Guck mal, die spawnen einfach nicht mehr so spontan im Raum, sondern die kommen irgendwie so aus dem Boden gekrochen. Die liegen. Ach, die liegen? Und dann stehen sie auf und die wachen, dann können sie aufwenden. Verstehe. Ich muss unbedingt Rose bauen. Arrow. Müssen wir mal ein paar herstellen, weil das ist uns mir hier zu. Ach, was ist das? So, machen wir doch mal die Klamotten aus Pflanzenfasern. Habt ihr Zili geschnappt? Ich mal jagen gehen. Hunger. Komm. Oh, das war ein guter Schuss hier. Richtig schön. Oh, den habe ich aber. Habe ich aber schwer erwischt, oder wie? Oh, der war sofort tot. Hast du den Kopf erwischt? Ja, war ich sehr überzeugend. Der Fall war gut. Jetzt ist es gerade ein bisschen ruhig hier. So, was machen wir jetzt? Bauen oder gleich erstmal? Ich jag jetzt gerade und dann, ja, würde ich sagen, bauen. Jetzt sofort bauen? Okay, warte, dann muss ich ja Wireframes bauen. Wir haben wir denn so viel Holz? Haben wir noch gar nicht. Wir können auch die erste Nacht noch in einem fertigen Haus schlafen. Aber... Yeah. Ich brauche eine gescheite Axt, das ist Quatsch. Na gut, erstmal. Muss erstmal Holz abbauen. Ich habe gerade keine Tiere hier. Wie läuft man so langsam? Das ist ja wirklich irgendwie ganz. Wenn man nicht sprintet, ist man irgendwie so lahm unterwegs. Ganz unangenehm, ganz unangenehm. Aber, okay. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal ein Haus. Ich glaube jetzt einen Baum um, da habe ich ein bisschen Holz noch. Dessen mache ich schon mal ein paar Frames. Wie brauche ich denn? Oh, 64, haben wir gar nicht. Wie kann ich denn machen? Ja, komm, volle Pulle. Dann schmeißen wir mal hier das raus, brauchen wir nicht. Das schmeißen wir raus, brauchen wir nicht. Hier keine Tiere. Den Hut brauche ich nicht. Okay. So, dann müssen wir erstmal ein bisschen Holz sammeln. Und jetzt machen wir Frames und dann baue ich erstmal ein Fundament. Das ist schon relativ berühmt. Meine.
Bauweise für eigene Häuser in Seven Days to Die. Pragmatisch, aber effizient. Berühmt oder berüchtigt? Beides. Ah, die Zombies laufen gar nicht mehr lang hinter einem her. Und voll stabil. Was habe ich gesagt? 7x9, ne? Muss es sein. Bam. Bei den Bäumen weiß man auch nicht, ob die in welche Richtung die fallen. Ich glaube, der letzte Schlag ist hoffentlich der, der entscheidet. Aus welche Richtung das Ganze kommt. Aber die Axt ist auch gleich wieder kaputt. Ah, das ist scheiße. Ich würde gerne was zum Jagen finden. Aber die Stone Axes, die halten ja gar nichts mehr aus. Ja. So, da war die schon wieder weg. Ah, du läufst gerade auf unseren Schlafsack zu. Equipment. Scrap. Also, pass auf, ne? Das rechts von dir ist das Wasteland, da sind Hunde. So. Oh, im Wasteland bin ich schon drin gewesen gerade. Hättest du mal einen Rucksack mitbringen können. So, Flumi, komm mal bei, wo wollen wir denn bauen? Ich bin noch hier. Hier in diesem Quadranten beim Dorf oder hier jetzt auf dieser Wiese? Ich würde sagen eher hier. Okay. Dann würde ich sagen, wie ist denn die Ausrichtung hier? Ich bin kurz Hirsch. Ja, ja, jag den mal. Sorg mal für Futter. Da würde ich sagen, wir machen das so, dann können wir nämlich in diese beiden Richtungen gehen. Also, dann würde zack, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah, jetzt habe ich mich verzählt. Also, oh, das ist irgendwie so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das bauen wir auch mal besser. Also auf dem Boden zu bauen, das ist immer der letzte Mist. So. 7x9. Das ist immer so mein Grundbau. Dann geht's da hoch. Links und rechts geht's rein. Da ist der Durchgang. Machen wir erstmal ein Fundament. Mau mal mit der Schaufel. Cool. Zack. 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 War ein ganzer Hirsch, aber nur drei Fleisch. So, da kommt das. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf eine Tür, die wir bauen. Weil ich bin noch nicht sicher. Ich habe nicht genügend Materialien jetzt. Das Fundament bauen wir auch noch nicht aus. Also mache ich erstmal nur die. Ja. Ob ich noch was zu essen finde in den Häusern. So. Mach mal eine Tür. Da ist hier. Ja, komm, hier muss auch eine Tür rein. So. Yeah, ein Huhn.
Bis dich. Bam, 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 bam. So. Die Wand. Die wird. Also die Landschaft, muss ich sagen, ist schon sehr faltig noch in dem Spiel. Also die Berge sind sehr spitz. Boah, man muss ja richtig nah rangehen, um Blöcke wegzunehmen. Das mag ich ja gar nicht. Ja, das ist doof. Fängt das jetzt an zu regnen? Regnet, ja. Na toll. So. Ach Mann, was ist das denn? Was? Ah, oh, perfekter Schuss. Oh mein Gott, mich hat ein Zombie überfallen. Oh. Es ist gerade ein bisschen neblig. So, jetzt habe ich schon mal das Fundament fertig. Jetzt gucke ich mal. Also, hier kommt schon mal das hin, dann kommt das hier hin und da, 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 da und da, da. So. Oh ja, hier im Haus wird's auch neblig. Da, eine Fensterfront. Zweite Fensterfront. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir alles erwischt haben. Also. Und hier, die muss natürlich auch komplett zu, die Front. Soll ich irgendwas, wenn ich vorbeikomme, Spezielles mitbringen? Oder? Wenn du willst, kannst du was jagen. Ich hab hier bisher erst. Ja, ich brauch noch Pfeile, die bastel ich mir gleich noch. Also, das ist im Grunde schon so. Was ist denn hier? Da ist die Axt. Gilt das alles auszubauen. Da gehe ich erstmal raus und mache erstmal das Fundament. Wo ist hier ein wild gewordener? Ich fürchte. Ja. Zum Fleischverwerten brauchte man nochmal ein Messer, oder? Ja. Oder ein Knochen. Also ein Hausbau ist am Anfang ziemlich mühselig. Also das Fundament besteht aus 7x9 Fällen. Es gibt zwei Eingänge. Das ist dann, das hat dann so. Das ist so ein getunnelter Eingang, der nochmal in der Zwischentür kriegt. Falls doch mal ein Durchbruch passiert. Oh, ich dachte, hier kommt der mal, ey. Bitte geh dich an. Da Glocke um den Hals oder sowas. Mhm. Naja, und falls nochmal ein Durchbruch passiert bei den Türen, da hat man innen nochmal eine zweite Schicht. Ja, die einen beschützt. Das ist allerdings dann Ausbaustufe später. Weil wir jetzt erstmal nicht die Ressourcen dafür haben. Genau. Ja, super. Will man sich mal Knochen von einem Zombie besorgen und dann kommen noch fünf daneben rausgekrabbelt. Muss man mal da schauen, wo man eine Tür baut. Da kommen ja dann auch noch eben gerade Iron Bars rein. Stein ab, mal meine Steinachse ist gleich. Dahin! Door. Door. Motor Secure Wood Door. Machen wir schon mal zwei. Oh. Jetzt schon dahin, okay. Ach, warte, man kriegt ja drei Steine. So. Kann ich nämlich gleich eine neue bauen?
Also das Haus hat halt jetzt noch null Sicherheit, weil theoretisch... Gibt es eigentlich noch die Zombies, die über die Wand klettern können? Oder wie sieht das jetzt gerade aus? Ja, die können jetzt auf alle Blöcke hochhüpfen. Also einen Block hoch können sie hüpfen. Ja. Dann hüpfen sie auch weiter auf den nächsten Block. Jetzt ist die Axt schon wieder kaputt. Wie kann ich sie reparieren? Gar nicht. Bloß nicht reparieren. Eine neue. Die Stone Axe? Das lohnt sich nicht. Ja, ja. Lohnt sich nicht. Nee, und du kriegst 3 Steine wieder, dann baust du eine neue und die hat auch jedes Mal ein paar Stufen besser. Lohnt sich auf jeden Fall immer neu zu bauen. So. Ich glaube, ich habe die Türen falsch gesetzt. Kann ich das hier alles ausbauen oder ist hier einiges hier? Du kannst. Du kannst alles ausbauen, ja. Bis jetzt ist alles so gesetzt, wie ich es brauche fürs Bauen. So, hier kommt der Aufgang hin. Das war es hier. Das ist ein Durchgang. Das ist ein Durchgang. Ich brauche wieder eine Axt. Jetzt kann ich die gar nicht bauen. Ach, du bist ja schon im Dorf. Ich kann passen. Ja, ich bin gerade angekommen. Kleine Steine fehlen mir. Weil das ja so langsam Nacht. Oh, wir müssen uns hier Schlafsäcke aufstellen. Oh ja, mach mal. Durst ist schon wieder. Oh Mann. Trinken. Bedroll. Du hast schon einen Insanity, ne? Nee, noch nicht, aber kann ich mir gleich bauen. Weil du hast gleich die Quest, dann das macht echt mehr Sinn, dass man gleich. Mit der Quest zu machen. Bap, dann, bap. Wo kommt eine? Oh. Bap, bap. Doch eben jemanden schreien hören. Hä? So. Was ist das denn hier? Lass das stehen. Ja? Hier gibt's aber nicht ausbauen. Gibt's einen Shortcut direkt? Nee, aber direkt hier unten doch, auf den Boden. Direkt auf Boden, ins Grafikmenü? Was möchtest du? Gibt es einen Shortcut direkt ins Crafting-Menü? Tab. Oh, warum ist es immer so einfach? Ich hab kein Holz mehr. Soll ich dir erstmal sonst einen Schlafsack klein? Nee, ich mach grad das Crafting-Holz dringend zum Bauen. Sonst ist es nicht vorbei. Die Nacht beginnt gleich. Brauchst du irgendwas? Wollen wir hier jetzt bleiben? Wir können da drin schon bleiben, ist eigentlich. Sonst gehen wir in das Haus da vorne. Nee, das ist jetzt. Dann bleiben wir lieber da, was ich gerade gebaut habe. Okay, das ist auch, überhaupt nicht sicher. Braucht ihr Holz?